Es gibt eine schlechte Nachricht vor dem Spiel bei Schalke 04. Werder Bremen muss am Samstagabend ohne Philipp Bargfrede in einem schweren Auswärtsspiel auskommen. Und das haut schon so ein bisschen ins Kontor. Denn erinnern wir uns, vor 2 Wochen beim 2:0 gegen Wolfsburg war Bargfrede der überragende Mann bei Werder. Und jetzt fehlt er auf Schalke. Und das tut den Bremern vermutlich schon weh. Der Grund ist eine leichte Oberschenkelverletzung. Obwohl leicht muss man noch ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Denn Bargfrede ist gerade unterwegs zur Untersuchung. Lässt abklären, wie schwer es denn tatsächlich ist. Ohne Bargfrede, das bedeutet auch ziemlich sicher mit Nuri Sahin. Ja, der Neuzugang aus Dortmund wird nun nachrücken für Bargfrede ins defensive Mittelfeld. Der Neuzugang aus Dortmund wird es da sicherlich regeln, da kann man sich drauf verlassen. Ja, was erwartet die Bremer auf Schalke? Ein ziemlich, sagen wir es mal so, ein Vizemeister, der mit argen Problemen in die Saison gestartet ist. 5 Niederlagen in Folge, zuletzt in Bundesliga und Champions League 3 Spiele hintereinander zu 0, 3 Siege. Da kann man schon sagen, die sind wieder in der Spur. Also da kann sich Werder nicht darauf verlassen, dass da irgendwas leicht geht oder von alleine geht. Mut macht natürlich der 2:1-Sieg im Februar auf Schalke. Da haben sie gut ausgesehen, die Bremer. Da hat es funktioniert. Da waren sie, glaube ich, neben Bayern das einzige Team, das auf Schalke gewonnen hat in der Saison. Also da kann man schon sehen, es geht immer was für die Bremer. Erst recht jetzt, nach diesem starken Start, nach diesem starken Lauf zu Beginn der Saison, der jetzt möglicherweise unterbrochen wurde durch die Länderspielpause, wollen wir es mal nicht hoffen, dass Werder gleich wieder mit Vollgas aus der Pause kommt und auf Schalke anknüpft an die guten Leistungen vor der Länderspielpause.